Bei jedem Einkauf im Asti Store erhältst du 5% Rabatt. Zeig uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Gewinne außerdem 2 VIP-Tickets für das letzte Heimspiel gegen Sonnenhof Groß-Asbach. So, kann losgehen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz im Anschluss an die Drittligapartie zwischen dem FC Cottbus und den Gästen von Dynamo Dresden. Die Trainer haben Platz genommen. Wie immer hat der Gast das erste Wort. Uwe Neuhaus, bitte. Ja, danke schön. Ja, ich bin natürlich sehr froh über den Sieg. Keine Frage, es war das erwartet schwere Spiel. Gerade in der Anfangsphase hat Cottbus uns ihr Spiel aufzwingen können und wir mussten, ja, vor allen Dingen in der Luft sehr präsent sein, gut dagegen halten. Das haben wir einigermaßen geschafft. Cottbus hatte in den ersten 15 Minuten fast Dreierchance hintereinander und da haben wir ein kleines bisschen Glück gehabt, dass wir da nicht in den Rückstand geraten sind. Haben uns danach aber nach und nach immer mehr befreien können, immer mehr die Kontrolle übernommen. Haben einige gute Angriffe gefahren und sind dann auch Gott sei Dank 1-0 in Führung gegangen. Ich glaube, das hat uns insgesamt ein kleines bisschen Sicherheit gegeben, ohne uns sicher zu sein, dass es auch über die Zeit bringen. Die zweite Halbzeit war dann ja auch schwer. Ich glaube, bis zur gelb-roten Karte. Wir waren uns nie, man kann sich nie sicher sein, irgendein hoher Ball, irgendeine Standardsituation, wo Cottbus mit ihren großen, langgewachsenen Spielern immer wieder aufrücken, kann immer mal wieder abrutschen und den Gegner von die Füße fallen. Damit muss man immer rechnen, aber insgesamt haben wir es, glaube ich, ganz gut gemacht, haben dann vor allem in der Überzahlphase nichts mehr anbrennen lassen und haben damit Geduld. Zumindest einen Angriff dann zu Ende gespielt und ich denke, dass der Sieg auch insgesamt verdient ist. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Neuhaus, übergebe das Wort an unseren Trainer Vasilij Mijuca. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag. Wie Uwe hat gesagt, erste, vierte Stunde, denke ich, wie war er präsent, wie war er engagiert, aggressiv. Leider, wir müssen clever sein, auch Richard, ja. Wenn dieser Ball, wenn der Tor wird rauskommen, vielleicht wenn ein Unterfall ist, klar, 11 Meter, ja. Wir haben noch zwei, drei Möglichkeiten, in der Führung zu gehen. Ja, und kommt wieder eine Standardsituation, ganz ehrlich, wie in Chemnitz, wie in anderen Spielen. Wir kommen bei der zweiten Ecke schon ein Gegentor, ja. Weil wir haben wieder nicht den Ball attackiert. Leider, wir haben auch Donnerstag mehr als eine Stunde im Training nur Standardsituation gemacht, ja. Jeder hat gewusst oder jeden wüsste, wo seine Position ist und wo Stefania schlägt den Ball, weil er hat gute Techniker, ja. Wir haben nicht gemacht. 1-0 in Führung, ja, für Dresden und natürlich zweite Halbzeit 1-0 mit einem Spieler weniger, ja. Denke ich, war keine Foul da hatte. Ich weiß nicht, der Schütze war das zweite gelbe Karte, gelb-rot, ja. Und Nack war vorbei natürlich, weil Dresden hat guter Mann, erfahrener Spieler, ja, der Ballbesitz, ja. Wir kommen wieder der zweite Tor, wieder in der Standardsituation fast, ja. Aber noch einmal, ich habe gesagt, auch vor ein paar Wochen, letztes Spiel muss entscheiden, drin zu bleiben. Bleiben wir drin, wenn wir müssen. Bis da. Ja, weil wir haben noch 6 Spieler, 18 Punkte. Natürlich, die andere Mannschaft hat Meister gewonnen, die andere hat, ich weiß nicht, Unterschiede gespielt, aber wir müssen auch uns schauen, nicht auf die andere, was macht, weil wir müssen unsere Punkte. Ja. Wir haben eine Woche, schwierige Woche vor uns. Ja, wir müssen nächste Woche müssen Punkte oder Punkte, ja. Gratulation auf Dresden, ja. Leider, wir haben wieder ein Spiel, wo von Anfang wir haben Druck gemacht, aber kein Tor. Das tut weh, aber wir müssen mit Kopf hoch in der Woche gehen und noch einmal sind 18 Punkte da. Danke. Ja, vielen Dank. Also dem Jürzer besteht jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Den Trainer, bitte um ein kurzes Handzeichen. Wir haben ein Mikrofon im Raum. Wer möchte? Nazi, eine Frage. Du hast in der Halbzeit Marco Holz ausgewechselt. Wolltest du neue Impulse setzen? War er verletzt oder warst du mit seiner Leistung nicht zufrieden? Ich war mit seiner Leistung nicht zufrieden, weil wir müssen nicht vergessen, bei der ersten Tor, er muss der Ball hier in der 30 Meter lassen. Der Ball war eine Minute in der Luft. Ja? Du musst diesen Ball haben, in den Zweikampf. Und ich war nicht mit seiner Leistung zufrieden. Ja? Nicht nur mit seiner Leistung, auch mit Busian war ich nicht zufrieden. Ja? Aber Holz natürlich auch nach seiner langen Verletzung, ja, dann 45 Minuten spielen, 30 Minuten, ja. Für das ist aber ihn eingebessert. Danke. Gibt es weitere Fragen? Hier vorne bitte.
Lazi, du hast es bereits gesagt, die letzten drei Spiele, 0 Tore, 0 zu 6 Gegentore. Ist das nach wie vor eine Kopfsache, wie du das schon manchmal sagtest, bei Breitkreuz und zu Guta Pasu? De facto Mannschaften, weißt du ja selbst, die keine Tore schießen, die steigen ja noch ab. Natürlich, beide sind nicht zufrieden, ja. Aber ich kann, habe ich gesagt, nicht jeder Spieler warte, meine beiden Stürmer treffen, ja. Ich habe noch 4 Mittelfeld, ja. Ja, ich kann nicht immer jedes Spiel von Patrick oder von Richard. Ja, wenn Patrick trifft nicht oder Richard gewinnt, ich kein Spiel ohne. Ne? Ich habe noch 4 zentrale Mittelfeld. Ich habe noch 2 gute in der Verteidiger in Luft. Ja? Das sind nicht nur Patrick und Richard. Ja? Natürlich, beide sind unzufrieden, weil Patrick, ich weiß nicht, im Oktober letztes Jahr hat das letzte Mal getroffen in der Meisterschaft. Ja? Gut, ich sehe keine weiteren Fragen, dann bedanke ich mich, wünsche den Gästen aus Dresden gute Heimreise, den anderen ein schönes Restwochenende, bis zum nächsten Mal und Wiedersehen.